Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's weiter mit Marius Golf. Hallo. Keine Ahnung, wann, wie, wo dieses Video online geht. Es kann sein, dass es relativ spät sein wird, aber heute eine extrem interessante Thematik, die wir angehen. Für mich auf jeden Fall, ja. So, bevor dieses Auto nämlich zum KTL-Beschichten geht, müssen wir uns noch um eine letzte Thematik kümmern, und das ist die Thematik Hinterachse. Ihr erinnert euch, Frontantriebauto war diese Achse verbaut. Keine Angst, die Achse kommt nicht wieder rein, aber es bleibt weiterhin ein Frontantrieb auf jeden Fall. Aber das heißt ja nicht, dass wir die Achse nicht schon mal ein bisschen cooler, besser, geiler gestalten können. Mhm. Eigentlich bin ich nur auf die Idee gekommen, weil ich lange über meinen Abarth gegrübelt habe, weil da auf der Rennstrecke würde es noch mehr Sinn machen, von dieser Verbundlenkerachse weg auf eine Einzelradaufhängung. Jetzt die Idee. Wie fangen wir an? Also, diese Achse war relativ schwer. Was heißt relativ schwer? Ich glaube 37 Kilo, so wie sie hier liegt. Ja, oder 38, irgendwie so, ne? Ja. Mhm. Mit einer, ich sag jetzt mal, relativ großen Bremse schon. Also, würde theoretisch kleiner gehen für die Hinterachse, dafür, dass das Auto rein gar nichts wiegt. Ja, achso, ja, das, ja, klar. Natürlich ist aber bei dieser Achse keine Möglichkeit da, ein Allrad rauszumachen, weil hier logischerweise keine Antriebswelle reingeht. So, das ist der Hauptpunkt. Das heißt, selbst wenn irgendwann Marius mal auf die Idee kommt, ein Rad zu bauen, gibt ja so schön funktionierende DSG-Getriebe oder sowas, dann geht es hiermit auf jeden Fall nicht. Da aber auf jeden Fall das Auto wahrscheinlich nicht nochmal entlackt, neu KTL und lackiert wird in deinem Leben. Für kein Geld der Welt. Muss man mal gucken, was man so macht. So, deswegen war auch Schritt 1, dass du hier hinten ein riesen Loch reingeflext hast, wo später diese Platte drauf kommt. Ich weiß nicht, ob wir das schon gezeigt hatten. Witzigerweise passt aber genau die Abdeckplatte, die wir für die Limo gemacht haben. Hast du hinten nur ein bisschen zurechtgeschnitten. Genau. Und schon passt sie in den Kofferraum rein. Das war damals eigentlich noch der Gedanke, A, weil die Reserve wohl scheiße aussieht. Ja. B, war sie zerbeult. Genau. Und natürlich ist die Carbonplatte leichter als Blech. Somit ist die da auf jeden Fall schon mal reingekommen. So, jetzt versuchen wir euch mal abzuholen. So, das Ganze sieht jetzt erstmal kurz aus wie bei JP Performance in Hannover, Zweigstelle. Hier hängt nämlich jetzt gerade, haben wir wirklich spaßeshalber einfach mal gemacht, Golf 3 Plus Achse. Ja. Im Golf 2 Hinterwagen. Genau. Passt witzigerweise erstaunlich gut. So, das heißt wirklich, es ist jetzt theoretisch wirklich so, übertrieben gesagt, die ganze Achse von vorne einfach nach hinten. Und wir wollten einfach mal nur gucken, wie gut oder schlecht das Ganze passen würde. In Bezug auf Sturz, Spur, genereller Platz und so weiter. Ja, jetzt gucken wir. Kein Motor nach hinten. Kein Bimotor. wobei das auch geil wäre. Wäre jetzt natürlich eine einfache Sache, ne? Ja, super einfach. Also angenommen, man würde einen Bimotor bauen wollen, ohne alle Probleme drumherum, könnte man übertrieben gesagt diesen Punkt und diesen Punkt mit der Karosse verbinden. Ich behaupte mal sogar, wir könnten die Achse sogar oben gegenziehen. Ja. Das würde sogar fast von der Höhe her reichen. Wir haben das jetzt erstmal nur so grob hier aus tariert, sagt man tariert? Austariert. Und schon würde die Achse drin hängen und man könnte tatsächlich hier drauf, wie sonst vorne im Auto, den Motor stellen mit Antriebswellen und so weiter. Wobei der Motor dann eher irgendwo da stehen würde. Da so auf jeden Fall, ja, so in der Mitte, ne? Ja. Nee, das ist definitiv nicht Sinn und Zweck. Es ist auch nicht Sinn und Zweck, diese alte, viel zu schwere, klobige Achse hinten einzubauen, sondern das Ganze für ein Frontantriebauto möglichst cool, leicht und praktisch bauen. Ne? So, aber wie man sieht, passt das gar nicht so schlecht. Wir haben das Rad jetzt mal ungefähr in der Mitte gestellt. Wir haben es mal so ungefähr von der Höhe gemacht, wie es ausgefedert stehen würde. Und wenn man jetzt so von hinten drauf guckt, bis auf den Sturz, dann hören wir noch ein bisschen weiter rein, ja, ist das so, also wir hätten gedacht, es passt definitiv schlechter. Ja. So, das heißt, hier schlummert jetzt wirklich ein komplettes Radlagehäuse von vorne mit Lenketrieb und allem. So, das heißt, praktisch haben wir jetzt eigentlich gerade eine Hinterachse, die man sogar lenken könnte, wo man den Sturz einstellen kann und so weiter. Ist natürlich nicht Sinn und Zweck. Aber wir wollten uns das Ganze erstmal einfach so grob angucken. So, das heißt, unsere Idee ist es, die Golf 2 Dome oben zu lassen. Wir wollen nicht die vorderen Dome einspeisen oder irgendwas. Das soll so bleiben.
weil ich guck mal, ob wir eine Perspektive finden. Wenn du hier so, René, einmal so durchfilmst, sieht man, die Kamera kann das ja immer so toll, dass da noch eigentlich genug Platz ist zum Rathaus als auch überall hin. Also das kann ohne Probleme so bleiben. Da muss natürlich Salem, Grüße gehen raus, am Ende ein passendes Fahrwerk für bauen, aber das wird das geringste Problem sein. So, jetzt kommt der interessante Teil. Wir müssen hier ein bisschen hin und her laufen heute, weil wir selber noch nicht so den Plan haben. Unser Plan ist es, das Einzige, was am Ende Golf bleibt, sind die Radlager heute. Also, das Ganze wird am Ende auch noch ein bisschen, werdet ihr im Laufe des Videos sehen, ein bisschen größer gebaut, aber grob gesagt bleiben diese Radlagerhäuser. Diese Radlagerhäuser sind von dem allerkleinsten Golf 2, den es gibt. Ich glaube 50 PS oder so hatte. Ja. Das heißt, der hat noch nicht mal eine innenbelüftete Bremsscheibe. Hat hier wirklich den Bremssattelhalter fest an dem Gehäuse dran. Marius war erschrocken, wie der Zustand hiervon ist. Ja, ich dachte, es wäre von der Titanic oder so. Also weil das Ding sieht ja wirklich aus wie aus dem Atlantik einmal gezogen. Ne? Okay, das ist natürlich krass. Sieht schon ein bisschen aus wie so ein archäologischer Fund. Also. So, übertrieben das gesagt, auf jeden Fall machen wir Folgendes. Nehmen jetzt dieses Teil. Hier unten kommt ein Traggelenk rein, das Originale. Dann wird ein Querlenker gebaut. Den haben wir ja so schön neulich bei dem Thorsten Bindorf in dem Video gesehen, wie der das gemacht hat. Das heißt, es geht los mit einem Querlenker, schön mit Uniball. Dieser Querlenker greift einfach in einen Achsrahmen. Und diesen Achsrahmen verschrauben wir dann starr mit der Korse. Mhm. So ist grob der Plan. Am Ende fahren wir dann theoretisch 4 gleiche Federbeine, ja, die einfach wie vorne quasi, also sind quasi 4 vordere, geklemmt werden. Am Ende ist hier zufälligerweise Platz für eine Antriebswelle, man weiß ja nie. Und das Ganze sollte eigentlich auch noch relativ leicht sein. Jetzt so. Wird der eine oder andere sagen, was mit Handbremse, die fällt dann natürlich weg, weil der Sattel das bauartbedingt halt nicht mehr hergibt. Da muss man halt mit so einem Line-Lock arbeiten oder so, dass man halt am Start die Bremse tritt und Hinterachse zumacht. Für die Straßenverkehrszulassung ist halt eine mechanische, ich glaube, was nennt sich mechanische Absperreinrichtung, also notwendig. Feststellbremse. So, theoretisch kannst du ja wie bei den Drift Brothers dir so eine fette Fly-Off in den Innenraum stellen. Wenn man sowas will, kann man sowas machen, ja. Das ist die andere Variante. Das heißt, man hat im Innenraum einen Zylinder, welcher einfach durchgeschliffen wird durch die Bremsleitung. Mhm. Und in dem Moment, wenn ihr am Hebel zieht, macht ihr einfach Druck auf die Bremse hin. Ja. So, wenn man die haben will, geht das auf jeden Fall. Wir gucken mal, wie wir das lösen. Fakt ist, wir haben so eine Lösung, die am Ende einigermaßen bezahlbar ist, weil wir brauchen keine große, teure, aufwendige Bremse, sondern können einfach die kleinste vorhandene VW-Bremse nehmen. Wahrscheinlich kannst du dazu sich noch ein paar Löcher reinbohren und so weiter, aber das wird schon gut leicht werden. So, der interessante Teil ist, das habe ich nämlich bei Nils neulich gelernt, ist, gibt es mittlerweile sogar zu kaufen aus dem Rennsport, diese Aufnahmen für die Achse. Im Englischen Subframe. Dieses Teil kommt in die Karosse, das heißt mit 4 Punkten wird das Ding einfach eingeschweißt. Das Teil ist die Aufnahme von der eigentlichen Achse, weiß ich, hat Patrick mir immer erzählt, VW Motorsport wurden die auch immer verbaut, weil wenn man die Achse abnimmt und die Achse wieder ransteckt, ist sie zu 100% immer an der gleichen Stelle. Wegen Achsvermessung. Halt, genau, ist halt wichtig für Achsvermessung, weil, wie ich euch erklärt habe, ein Punkt von der Achse ist der eigentliche Achskörper, der andere Punkt ist das Federbein, das heißt, wenn ihr das unten verändert, selbst wenn das Federbein oben an der gleichen Stelle ist, verändert man halt Spursturz komplett alles. Und wenn es mal wieder schnell gehen muss. Ja. So, das heißt, wir bauen jetzt aus Chromo. Dafür müssen wir uns noch ein bisschen Werkzeug besorgen und ein bisschen Chromo etc. pp. Aber wir wollen trotzdem schon mal einsteigen in das Video. Bauen wir eine komplette Hinterachse selber mit Querlenkern und allem. Wird auf jeden Fall ein krasses Projekt. So ist dein Plan. So ist mein Plan. Ich bin mir auch 100% sicher, dass wir gewichtsmäßig danach leichter sind als die Achse da vorne. Und haben alle Möglichkeiten der Welt. Du kannst eine 13 Zoll Felge fahren, wenn du willst, weil die Bremse so klein ist. Und man kann auch, das ist halt auch ein Vorteil an der Achse, wir hatten beim Golf nie das Problem, weil es genau gepasst hat, aber du kannst halt weder Sturz noch Spur einstellen. Man hatte Glück, das Auto ist geil gefahren, hätte auch anders laufen können. Und dann fängst du nämlich an, irgendwie mit Unterlegscheiben, jetzt wie beim Abarth, die Spur einzustellen. Ja. Hier kannst du einfach an dem Spurstangenkopf. Das heißt, hier ist einfach ganz normal eine Links-Rechts-Gewindestange drin. Zack, hast du Spur eingestellt. Ne? Ja. So, einfache Sache. So, das heißt, das wird in den nächsten Wochen passieren. Bevor das Auto aber zum KTL geht, müssen natürlich diese Aufnahmepunkte in die Karosse rein.
Und das ist jetzt der letzte Punkt. So, grob gesagt. Jetzt werden sich einige fragen, warum man nicht einfach eine Synchroachse nehmen? Ja, nee. Klar, man könnte jetzt einfach vom Golf 2 Synchro die Achse nehmen. Dafür müssten wir nichts umschweißen. Die passt so rein, theoretisch, in die vorderen Aufnahmen. Von der Aufnahme her schon, die Reserve so wäre trotzdem im Weg gewesen. Genau, also das müsste eh alles raus. Und die Achse an sich muss geändert werden, damit ein 4Motion-Diff später mal reinpasst. Ne? Ja. So, nee, das ist aber alles, wenn ihr das schon mal gesehen habt, die Achse funktioniert so gar nicht mit Einfedern. Das ist so eine typische Achsgeometrie. Wenn das Rad einfedert, macht er, glaube ich, den Sturz zu, glaube ich, oder auf. Ich weiß auf nicht. Macht keinen Sinn. Der wird den Sturz so zumachen. Sieht man ganz oft auf den Bildern auch. Also da lieber gleich. Plus ist halt sehr schwer. Plus sehr schwer. Und was Schweres hier einbauen, funktioniert halt leider immer gar nicht. Und jetzt haben wir ja Zeit. Jetzt haben wir Zeit. Genau. Es ist alles so schön blank. Jetzt oder nie. Genau. Weil jetzt kann man wirklich mal einen Träger, einen Hohlraum aufmachen und so weiter. So, jetzt muss ich ganz kurz Zettel und einen Stift holen. Wir fassen das mal zusammen. Pass auf, das ist unser Boden hier. Wir brauchen als erstes 4 Aufnahmepunkte, die wir in der Karosse setzen müssen für den Achsrahmen. Das müssen wir jetzt machen, damit das Ganze zum KTL kann, lackiert werden kann und so weiter. Und später stecken wir noch die Achse drunter. Warum haben wir die Achse reingemacht? Weil wir mussten den Punkt definieren, wo die Antriebswelle laufen würde, sprich die Radmitte. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt für uns. Den wir nicht ändern können. Genau, den wir nicht ändern können, der aber wichtig ist, damit wir später mit den Verschraubungen nicht im Weg sind. Weil, alibimäßig, wenn jetzt hier später irgendwann mal ein Differential reinkommt, jetzt übertrieben gezeichnet, sitzt das natürlich auf Höhe der Antriebswellen im Idealfall. Bei vielen Autos ist das nicht so und es sitzt weiter vorne oder weiter hinten. Idealerweise sitzt es aber möglichst in der Mitte. Das heißt, wir mussten die Achse mal reinhängen, um zu gucken, wo die Radmitte ist und wie das Ganze am Ende so grob aussieht. Ist nämlich in dem Fall hier, also fast vor der eigentlichen Vorderachse. Das heißt, wir würden jetzt anfangen, damit das Ganze möglichst leicht und stabil wird, würde ich die unteren Querlenker, hatten wir ja gesagt, wir nehmen das originale Radlagerhäuse, das sitzt, sagen wir hier so, und bauen einen Querlenker. Idealerweise machen wir die Aufnahmen von den inneren Querlenkern auf die gleiche Höhe wie die Aufnahmen an der Karosse, weil es einfach einfacher zu bauen ist. Man kann einfach eine gerade Linie ziehen und macht das. So, das heißt, unterm Strich wird das hier unser Querlenker, der dann da so jetzt... Ist natürlich alles nicht maßstabstreu gezeichnet und so weiter. Querlenker, Querlenker, das heißt, das Ganze machen wir auf der Seite auch noch. Querlenker, Querlenker, Querlenker. So, dann wollten wir ungefähr gucken, wie viel das Ganze tiefer sitzt. Wenn man jetzt ungefähr sieht, hier ist die alte Querlenkeraufnahme, hier ist der Längsträger, haben wir hier locker so 10 bis 15 cm Tiefe, die wir runtergehen müssen in dem Achskörper. Das heißt, wir haben eine zweite Ebene zu. Das heißt, das Erste, was wir machen müssen, ist, links-rechts muss am Ende verbunden werden. Das werden wir so machen. Wir haben uns da noch ein paar Details schon zu überlegt, die das Ganze cool machen. Jetzt so, übertrieben gesagt. Das heißt, Karosseriepunkt, 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 Karosseriepunkte, die beiden sind so miteinander verbunden. Wenn wir jetzt auf das Ganze von der Seite gucken, sieht das dann so aus. Hier ist Karosseriepunkt, hier ist Karosseriepunkt. Das ist, übertrieben gesagt, einmal mit dem Chromorohr verbunden. Und jetzt haben wir dann hier die Querlenkeraufnahmen. Querlenkeraufnahme. Also von hinten guckst du jetzt. Genau, ja, oder von vorne, wie du gucken willst. Ne? Hier ist eine Querlenkeraufnahme und da ist, da ist die Karosserieverschraubung. Das heißt, zusätzlich müssen wir dann anschließend noch die Verbindung hier herstellen. Das heißt, ein weiteres Chromorohr wird da runtergehen auf die Querlenkeraufnahmen. So, das ist erstmal nur ganz grob das Gröbste. Natürlich kommen da am Ende noch haufenweise Streben rein, um das Ganze dann halt einfach räumlich mit ein paar Dreiecken in der richtigen Position zu halten. Aber übertrieben gesagt ist das hier am Ende unsere Achse. Hier kommt das Gelenk, dann kommt hier ungefähr das Radlager und vom Radlager aus geht es dann so hoch und dann kommt hier Federbein. Achsträger. Der wird runtergeschraubt, also die Karosse ist hier. Dann haben wir ganz normal unsere Querlenkeraufnahmen, den Querlenker, Radlagergehäuse und das Federbein, welches oben wieder in die Karosse kommt, übertrieben gesagt. Und dann hat man theoretisch hier die Möglichkeit, irgendwann mal eine Antriebswelle reinzumachen. Klingt ultra einfach,
Hat schon einige Abende. Wird alles andere als einfach, weil ich will jetzt nicht sagen, hier kommt es auf Zehntel Millimeter an. Das ist erstmal egal, weil natürlich alles, was wir einbauen, am Ende einstellbar ist. Das heißt, das Rad kann man schon am Ende so stellen, wie man es will. Aber natürlich bleiben die Anlenkpunkte fest. Das heißt, die Anlenkpunkte sollten schon auf einen Millimeter parallel und richtig in der Karosse sitzen, weil sonst verstellt sich halt beim Einfedern links und rechts komplett. So. Wir haben einen tollen Schweißtisch jetzt, dann können wir ja. Genau, wir haben so einen Schweißtisch. Ich sage mal das Allerwichtigste, also ich sage, die ganze Achse im Zweifelsverbauen war zwei, wie auch immer, ne, zerflexen die erste, wie auch immer. Eine Sache muss halt sitzen, das sind die Aufnahmen in der Karosse. So, und die werden so ungefähr hier und hier sitzen. So. Genau, weil so weit nach hinten müssen wir nicht, weil das Rad ja nicht lenkt. Genau, das Rad lenkt nicht, Lenkgetriebe haben wir auch nicht, da kommt einfach nur eine feste Spurstange hin. Ja. Fertig. So, jetzt sind die natürlich, da die hier so runterkommen, sind die natürlich zu kurz. Das heißt, als allererstes überlegen wir jetzt, wie die ganzen in die Karosse reinkommen. Vermutlich stecken wir die von unten durch. Ich würde sagen, wir besorgen uns ein Rohr, was hier genau drauf passt. Mhm. Welches dann oben rausguckt und würde oben wahrscheinlich aufschneiden und oben nochmal eine Platte reinmachen. Mhm. So, das heißt, am Ende guckt hier ein Loch durch, wobei eigentlich brauchen wir in dem Fall noch nicht mal ein Loch. Weil die Schraube von unten kommt. Ne? Genau, aber ja, ich würde es halt schon offen lassen, man weiß ja nie halt. Ne? Ja, oder man macht einen Kunststoffstöpsel rein hinterher oder irgendwie so. Genau. So, und auf jeden Fall würde ich es. Wobei die Schraube kommt von unten, wir könnten es tatsächlich zumachen. Wir könnten es eigentlich wirklich mit einer Platte richtig schön zumachen. Mhm. Ich würde nur eigentlich ganz gerne diese dicke Platte, die wir als Führung nehmen, die alles zusammenhält, die quasi unten und oben verbindet, die würde ich eigentlich ganz gerne irgendwie noch mit dem Radhaus ein bisschen verbinden. Aber das müssen wir mal gucken, wenn der Längsträger da aufgemacht ist. Ich fände es halt cool, wenn wir den Längsträger von oben aufmachen. Fände ich auch super. Dann kann man halt, weißt du, dann kannst du halt alles sehen. Dann kannst du alles sehen, kannst das schön machen, kannst es mit dem Radhaus verbinden und so weiter. Ne? Nee, jetzt müssen wir auch nicht, dass es irgendwie dann rausbricht da später oder so, das wäre doof. Ne? So, man kann es natürlich auch andersrum machen. Du kannst es natürlich auch von unten aufmachen und schweißt dann von innen irgendwie dieses Rohr oben dran fest. Aber ich glaube, das ist weniger Action, als da richtig schön was einzusetzen, Plan zu machen, fertig. Ne? Ja. Ja, so, das war jetzt erstmal grob erklärt. Ihr werdet jetzt bestimmt denken, was haben die beiden denn da vor? Gucken, ob das dieses Jahr noch was wird. Ja. Aber ich bin mal gespannt, wie wir jetzt hier einsteigen. Ich denke mal, wir machen uns jetzt ein bisschen Gedanken und machen uns irgendwie eine Art Lehre, wie das Ganze da reinkommt. Dass wir die vier Punkte haben. Dann wird gebohrt. Dann wird es mit der Lehre parallel reingesteckt, verschweißt, Lehre rausgenommen und fertig gemacht. Ja. Das, denke ich mal, ist der beste Weg. Ne? Genau, dann kann das Auto ja theoretisch dann auch. Also mit dem Auto können wir dann bald losfahren, Richtung Schwan wieder. Ne? Genau. Achso, und? Genau, das ist der letzte entscheidendste Punkt. Wir können jederzeit, falls wir noch nicht fertig sind, aber das Auto fertig ist, einfach die Originalachse wieder reinschicken. Genau, die Aufnahmepunkte lassen wir da einfach. Genau. Ne? Weil sowohl die vorderen Aufnahmepunkte, wo die Originalachse dran ist, als auch die Stoßdämpferaufnahmen gleich sind. Somit ist alles easy. Ja. So. Ich würde sagen. Du hast gemalt, ich darf bohren. So ungefähr. Viele Monate später. Ja, weiter geht's. Hinterachse, Golf 2. Haben wir uns schon ein paar Stunden den Kopf drüber zerbrochen, ne? Ja, du mehr als ich, aber. Aber in Summe sieht das auf jeden Fall wieder geil aus, was du gebaut hast. Und zwar, wir hatten ja im Anfang des Videos, hoffe ich, ist schon wieder mittlerweile so lange her, ist das erste Mal, dass wir wirklich mal so ein Video über Monate drehen und planen. Deswegen hoffe ich mal, dass wir jetzt kein dünnes erzählen, aber. Wir hatten ja schon gesagt, dass wir dieses System mit dem Männlein und Weiblein, was dann so ineinander, hier in die Karosse machen wollen. So, jetzt mussten wir uns erstmal überlegen, wie soll am Ende diese Achse hier drin sitzen. Praktisch, wenn ich das so sehe, brauche ich für eine Arbeit auf jeden Fall auch. Weil das Coole ist, also wir haben als allererstes uns die Radmitte nochmal markiert. Dann haben wir uns überlegt, wie breit soll später der Achsträger sein. Tendenziell je breiter, je besser, dachten wir uns so ungefähr. Darf jetzt allerdings auch nicht zu breit sein, wegen Tank und Diffusor und so weiter. Mhm. Deswegen haben wir so ein gesundes Maß genommen, wie dann hier später so ein Querlenker drin stehen wird. Weil ihr erinnert euch, Querlenker und so werden am Ende auch alle selber gebaut.
Das heißt, am Ende hatte dieses Fahrzeug tatsächlich eine Eisenradaufhängung hinten. Wenn es so klappt, ja. Wenn alles klappt, genau. So, dann nach vorne und hinten markiert, dann waren wir bei einem Abstand von ungefähr 27 cm. Genau, ziemlich genau. Jetzt ist die Frage, wie bringen wir das Ganze hier passend rein, weil idealerweise sollte die Achse natürlich parallel zueinander sein. Mhm. Wäre nicht schlimm gewesen, weil wir am Ende eh die Achse im Auto bauen. Mhm. Aber trotzdem ist halt schon cooler, wenn es alles schön zueinander ist. Ne? So, und dann kam mal wieder unsere Parkzeit zum Einsatz. Und Marius hat diesen Träger erstmal gebaut. An diesem Träger ist jetzt quasi dieses Teil, wird später in die Karosse eingeschweißt. Das Gegenstück dazu quasi. Das Gegenstück hierzu, genau. Also hier kommt später so die Achse dann ran. Jetzt werdet ihr euch fragen, warum ist hier noch so ein langes Rohr dran? Das zeigen wir euch gleich. Unten auch noch die Frage, warum ist hier so ein fettes, massives 3 mm Blech zwischen? Das hat alles den Grund, dass das Ganze natürlich am Ende auch maximal massiv werden soll. Bringt uns jetzt ja nichts, wenn wir jetzt hier eine schöne, geile Hinterachse reinmachen, die aber am Ende einfach Butterkaramelle ist. Deswegen ist das theoretisch echt nur die Schweißvorrichtung. Genau, also das wird jetzt hier nicht der Achskörper irgendwie, sondern das ist nur das ist eine Bohrhilfe im Prinzip. Ja, genau, das war theoretisch wirklich nur, wenn man so sagen will, die Bohrhilfe, dass diese vier Löcher perfekt gesetzt werden konnten, dass sie den passenden Abstand haben, die passende Höhe haben und so weiter. Ne? Genau, ja, das hier muss ich noch schweißen und so, das ist jetzt nur erstmal provisorisch gewesen. Genau, hier läuft, hier muss er eh weg. Also, pass auf, und jetzt stecken wir das Ganze einfach mal ran, würde ich sagen. Ja, das ist ein bisschen. René, du nimmst wahrscheinlich am besten so mal von hinten. Und dann zeigen. Eine Sache hier muss ich noch einmal darauf hinweisen: an die eigentlichen Gewinde, hier ist das Gewinde für die Achse, sind jetzt noch mal ein paar Hülsen dran. Die wurden direkt hier verschweißt, aber das seht ihr gleich. Und, siehe da, die Hülsen kommen auf der anderen Seite raus. Deswegen, weil wir müssen irgendwie Stabilität in das Ganze reinbringen, ohne alles zu zerschnippeln. Deswegen haben wir uns überlegt, wir schweißen an das Gewinde eine Hülse. Diese Hülse können wir jetzt oben mit dem Längsträger verschweißen. Das heißt, der Längsträger ist quasi wie mit einem Art, ich sag jetzt mal, Zuganker erstmal so verbunden. Und weil wir dann aber noch in den gesamten Träger nochmal eine Stabilität reinkriegen wollten, hat Marius dieses 3 mm Blech noch dazwischen geschweißt und den Längsträger auf beiden Seiten passend eingeschnitten. Das heißt, jetzt nehme ich mal an, wirst du das ganze Plan runterschleifen. Genau. Und dann richtig brutal verbrutzeln. Genau. Das werde ich mit Vic machen. Oder vielleicht mache ich auch alles mit Vic. Ich weiß noch nicht, weil man wird es hinterher optisch sehen. Und ich denke mal, die Rohre, ich weiß gar nicht, ob wir die ein Stück rausstehen lassen, dann wieder in so Kunststoffkappen rein oder so, müssen wir mal gucken. Ja. Aber so war jetzt erstmal der Plan. Was auf jeden Fall ganz cool ist, am Ende wird ja die Achse von unten gegengesteckt und auch von unten verschraubt. Mhm. Aber selbst wenn irgendwie mal Baustelle mit dem Gewinde ist, kannst du jederzeit von oben halt einfach wieder frisch durchschneiden, ja, wie auch immer. Ne? Ja, ich hoffe nicht, weil die Hülse dann da wieder später raus wird, eher nichts. Ne? Nee, die ist besser drin. So, wenn man jetzt von der Seite hier mal guckt, sieht man jetzt halt, warum dieses geile Gestell und so weiter. Jetzt liegt halt die Hülse hier wirklich plan an. Egal, ob der Träger ein bisschen so oder so oder so steht, wir können genau sagen, dass die Hülsen alle vier zueinander winklig sind. Hier höchst professioneller. Ja, ich habe da schon 17er Rohrfür, das will ich nur noch vom Kumpel abgedreht haben, damit es wirklich genau war. Genau, das ist jetzt rein nur ein Ausgleich, dass diese Höhe hier gerade passt, weil der Träger hier so eine kleine Welle macht. Ne? Ja. So, das heißt übertrieben gesagt folgendes, wahrscheinlich sogar. Nee, ich muss jetzt als nächstes schleife ich es runter halt. Genau. Auf Minimalunterstand, so würde ich es jetzt machen, damit ich ein bisschen Platz auch für die Naht habe. Und dann verschweiße ich es. Genau. Weil der Träger, ich meine, du kommst ja zum Glück. Ja, zum Pumpen ran und dann bauen wir es ab. Genau. Du kannst ja überall schon mal so eine leichte Naht ransetzen. Dann kommt der Träger ab und ich glaube, das wird dann schon brutal pervers geil aussehen. Ja, gut. Ja, da muss ich noch. Die Naht war noch nicht. Ja. So. Weil das ist jetzt eine Lösung mit dieser Platte zwischen, die dem ganzen Längsträger nochmal Stabilität gibt. Mhm. Vorne und hinten beide Hülsen sind gleich miteinander verbunden. Das heißt, die können nicht mehr. Sie könnten theoretisch noch so machen. Da ist natürlich das Blech recht instabil.
Geht aber natürlich nicht, weil der Längsträger natürlich in dem Moment die schon fixiert. Ne? Und die Achse ja später auch. Ne? Und also dann kommt als allerletztes natürlich noch der ganze Achsrahmen rein. Also wenn das am Ende instabil wird. Also Serie muss eigentlich instabiler sein, weil die Träger waren komplett hohl, da war nichts drin und so weiter. Ne? Geil also ist auch, wenn man hier von oben reinguckt, das sieht halt alleine schon geil aus. Das wird natürlich schwer zu filmen. Ich habe auch beim Bohren ziemlich geschwitzt, weil es war wieder so der Klassiker von dir, so und so stellt sie dir das vor und dann aber weggefahren. Ja, hätte halt auch, hätte auch hier ein Loch werden können. Ja, nein, aber es war, ich glaube, es ist, nee, also, ich denke, es ist gerade geworden. Das sieht schon kerzig aus. Also ich habe so ein bisschen über Kreuz gemessen und an dem Träger gefluchtet und so eigentlich. Ich glaube auch. Mittel bestimmt man ja eh mit den Uni, weil es, also. Theoretisch ist es am Ende ganz egal. Weil du eh das Rad in alle Richtungen verstellen kannst. Also man kann es eh dahin stellen. Aber man verstellt ja nur die Position des Rades. Du kannst aber später nicht mehr verstellen, wo es hinfedert. Mhm. So, ne? Weil die Anlenkpunkte sind ja fest. So, und deswegen war mir schon wichtig, dass das möglichst gut. Oder Beispiel, wenn diese beiden Gewinde falsch sitzen, das heißt als Beispiel, sie sitzen so, dann kriegst du es am Ende die Achse da nur noch mit Hammerschlägen rein und raus, das wollten wir halt auch nicht. Ne? Ja. Deswegen sollte das Ganze da schön parallel. Das wird jetzt nicht auf ein Zehntel gerade sein oder sowas. Ne? Ja, aber ich denke mal schon. Weiter geht's. Wir müssen leider hier im Zweischichtbetrieb drehen. Weil Marius heute Abend weitermacht, aber ich wollte euch trotzdem kurz den Zwischenstand schon mal zeigen. Vladi Cooper war gestern da und hat diese Hülsen schön einmal Wick eingeschweißt, weil das sind so typische Stellen, egal wie gut man das Max schweißt, man wird das am Ende schwierig verschliffen bekommen. Und da wir das schon optisch irgendwie geil haben wollten, haben wir uns dann überlegt, komm her, Cooper, einmal schnell bitte eine Wicknaht drum und fertig. So. Das heißt, hier haben wir jetzt die Achsaufnahmen. Ich hole mal einmal was. Später werden wir hier raus die Achse bauen. Und diese Achse kann dann einfach jederzeit hier rein. So, das heißt, man kann Achse an- und abnehmen und braucht noch nicht mal zur Achsvermessung. Das ist geil. So, weil alles an diesem Achskörper ist oder in dem Domlager oben. Somit ist das genau so der Plan. Hier kommt jetzt einfach eine Schraube durch, man kann das Ganze festziehen und fertig. Hier seht ihr jetzt auch nochmal schön dieses dicke 3mm Blech, wie steif das Ganze am Ende in diesem Längsträger sein wird, wenn es verschweißt ist. Und genau das ist jetzt der nächste Schritt. Ich denke mal, Marius wird heute Abend hier ordentlich schweißen, schleifen, schweißen, schleifen, schweißen, schleifen. Das Ganze von innen auch noch. Und dann wird das am Ende schön richtig geil saftig aussehen. Also ich finde es geil, was die Jungs gestern gemacht haben. Ich feiere es total. Ich hätte es am liebsten 1:1 so im Arbeit auch schon drin. Das war da auch schnell Achse rein, raus. Ja, so viel dazu. Weiter geht's. Geschweißt von unten wäre es. Können Sie einmal gucken, dass ihr es sehen könnt. Unten habe ich vorher schon. Das heißt, jetzt wird geschliffen. So, das reicht, würde ich sagen, dafür, dass es von unten ist. Na, da kommt ja eh vielleicht noch partiell ein bisschen unter Bodenschutz. Bleibt so, wie es ist. Ja, ich mache jetzt noch die andere Seite und dann geht es innen weiter. Da hat René gefehlt jetzt. Oh, hier ist jetzt die erste Seite fertig. Da sind jetzt noch so ein paar Sachen drin, die ich gerne verzinnen würde. Dafür habe ich es jetzt erst mit der Drahtbürste dann nochmal nach dem Schleifen sauber gemacht. Das ist richtig, dass ja, kein Dreck in den Poren ist. Und jetzt die Verzinnungspaste, die Ätzpaste aufgebracht. Und jetzt werden wir das ein bisschen verzinnen. Ich denke, das reicht. Den Rest macht der Lackierer, der muss ja auch noch was zu tun haben. So, die Spätschicht ist da oder war da. Ich bin soweit eigentlich fertig, würde ich sagen. Du kannst ja mal reinschwenken, René, dann können wir mal das so ein bisschen zeigen. Also die Rohre hatten wir erstmal länger stehen lassen. Und hier zwischen, hat der Philipp ja heute Morgen schon gezeigt, befinden sich jetzt zwei Bleche. Das habe ich jetzt entsprechend gekürzt.
verschweißt, ja, so ein bisschen noch verzinnt, da ist natürlich für den Lackierer trotzdem noch ein bisschen Arbeit über, aber das ist so in groben Zügen erstmal gut. Später können wir von hier oben dann, nee, falsch, von unten die Achse verschrauben. Ich denke mal, ich werde hier dann einfach so Kunststoffstöpsel oder sowas reinmachen. Und ja, das war so der Teil, wovor ich jetzt am meisten Respekt hatte, weil das auch alles ein bisschen gerade werden musste. Oder nicht ein bisschen, es musste gerade werden und vernünftig werden, aber es hat gut geklappt. Es war Philipps Idee, deswegen war ich ein bisschen unmotiviert. Weil ich hätte das Auto eigentlich gerne schon längst KTL beschichtet, aber er kam dann auf diese Achse-Idee. Im Nachhinein bin ich jetzt aber ganz happy, weil dann kann man die Achse auf jeden Fall mal komplett rausnehmen und hat vielleicht später nochmal andere Optionen mit so einer selbstgebauten Achse. Der Brutus hat das damals so ähnlich gehabt von Ben, der Polo. Ja, und jetzt kann man da dann die Carbonplatte reinmachen. Ich muss nochmal gucken, ob ich die schraubbar mache oder ob ich die klebe oder niete. Ich weiß es noch nicht. Ich denke mal, ich werde sie schraubbar machen mit so einer Dichtung rundherum. Ich muss sie jetzt noch ein bisschen anpassen. Die ist jetzt nur so grob. Und die verdeckt das dann theoretisch sogar, dass ich da eigentlich auch gar nicht so... Ja, hier hinten sieht man so ein bisschen. Aber ja, ich denke, das ist vertretbar so. Ne? Was hast du sonst noch so gemacht in der letzten Zeit? Ich war viel zu Hause. nee, ich habe von unten noch ein paar Sachen gemacht. Ich habe Pedalerie gemacht. Das ist ein bisschen aufwendig gewesen. Da konnte man lange Zeit nichts von zeigen, weil das mit der Lenksäule und so passen musste. Aber jetzt können wir das mal zeigen? Jetzt können wir das ohne Lenksäule zeigen, ja. Also die Pedale hängen da jetzt so drin. Musste ich halt Halter für machen und so. Und die baue ich jetzt aus Alu nochmal nach. Das sind nur meine Dummies, aber so passt das jetzt. Weil ich hätte mir so eine Schablone gemacht, dass die Pedale genau an der Originalposition sitzen und so. Das passt jetzt aber, das ist okay so. Aber das ist jetzt nur Gas und Bremse? Nee, das ist nur Kupplungsbremse. Und Gas schraube ich da daneben, da brauche ich aber dann das Auto nicht für. Das ist so, das muss ich mir von Tilton nur noch kaufen. Ach so. Das habe ich noch nicht. Aber es wird dann auch so ein Tilton-Mechanismus. Ne? Mhm. Ja, dann müssen wir auf jeden Fall noch einmal zum Käfigbauer. Weil mir dann doch so ein paar Leute ins Gewissen geredet haben, zu Recht, dass das ohne Dach, also mindestens ohne Dach Diagonale, doch nicht ganz so sinnvoll ist, wenn man auf dem Dach mal irgendwo gegenrutscht. Meiner Meinung nach ist es bei uns, also das wäre Worst Case, dass das auf den Events passiert, aber es kann natürlich passieren. Jetzt bin ich auch zum zweiten Mal Papa geworden. Eine Frau redet da auch immer so ein bisschen mit rein mittlerweile, mit so einer Krücke hier 300 zu fahren halt. Ne? Das ist ja nun eigentlich wirklich eine Krücke. Und ja, deswegen müssen wir auf jeden Fall noch einmal zum Käfigmann. Ich möchte dann doch eine Diagonale ins Dach mindestens haben. Und dann können wir jetzt endlich zum KTL-Beschichter. Das sind so die nächsten Schritte auf jeden Fall. Mein Lackierer freut sich schon. aber ich habe eigentlich das Ziel, dass ich das Auto dann im Herbst zusammenbauen kann. Also fahren habe ich für dieses Jahr einen Haken dran gemacht. Aber zusammenbauen möchte ich es gerne dieses Jahr auf jeden Fall noch. Ist ja noch ein bisschen was zu tun und so lang ist das ja nicht. Ja, mehr. Wobei Zusammenbau geht dann eigentlich immer schnell, aber ich weiß, dass eine Weile beim Lackierer stehen wird, weil der natürlich auch, der ist, jeder Lackierer ist hoffentlich ein bisschen pingelig und ja, der muss relativ viel abkleben, dann soll der Käfig wahrscheinlich eine andere Farbe als das Auto. Gucken wir mal, wie wir das alles... aber der bleibt dafür drin, ne? Der bleibt zwangsläufig drin, der ist da ja fest eingeschweißt. Das ist dann genau die Kacke für den Lackierer, sag ich mal, weil der muss das alles im Auto abkleben, einwickeln und so weiter. Da freut er sich schon richtig drauf. Mm, das glaube ich. Ja, ich würde sagen, dann zeigen wir es noch einmal von unten und dann können wir Feierabend machen. Ja, sehr gut. Jetzt ist er alleine gekommen hier. Ja, so sieht das jetzt von unten aus. Krass, nicht gut. Man sieht dieses Blech überhaupt gar nicht mehr, ne? Ja, so ein bisschen sind hier noch so Kerben vom Flexen, aber kommt ja noch ein bisschen unter Bodenschutz und so weiter. Und muss ich das hier noch schleifen. Und dann ist der Unterboden endlich fertig. Jetzt muss ich noch so ein bisschen mehr Gedanken machen zur Bremsleitung. So ein paar Gewinde noch schaffen, ein paar Halter schaffen. Und dann sind wir fertig. Aber wann ist grob KTL geplant? Ja, das Problem ist, dass der Käfigmann jetzt leider passend zu mir 3 Wochen Urlaub hat. Ich hatte gehofft, ich kann das jetzt alles in meinem Urlaub fertig machen, geht aber leider nicht. Wir können erst KW 35, glaube ich, nochmal zu Status und wir werden dann KW 36 KTL beschichten. Was ist denn das dann? Ja, also so Anfang September werden wir KTL beschichten. Mhm. Leider, aber kommt jetzt auch nicht mehr drauf an. Eben. Haben wir's. Danke fürs Zugucken. Genau. Bis zum nächsten Mal. Grüße an Philipp. Ciao.